hang up. This is Brucey Kibbutz. Yeah, I'm kind of a big deal, and you can be too with my own patented bull shark testosterone. I manage the whole process from like milking to delivery. So just hit me up, and I'll drop it off, all right? And you will be almost unstoppable. Apex shit. I'm serious. Call the B unit. So, wir können. Oops. Das hab ich auch. Na, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ich guck gerade die ganze Zeit auf die Karte. Kleines Straßenschild hat mich zum Schleudern gebracht, na toll. Ja, manchmal denke ich mir auch, die Dinger sind härter als eine Wand. Ja. Ich mache Platz hier. Eingeparkt.
Du stellst dich. Klar abknallen, die da drüben sind. Ist ein Helikopter. Das Problem ist, wir haben 3 Sterne. Ja? Da kommen die Bullen. Scheiße, Scheiße! Ich bin fast drin. Oh. Ja, da drin ist die Hölle los. Ich glaube, wir hätten auch Anfang an nicht schießen sollen. Irgendwo hinten über der Hecke. Das ist... Von wem kriegt man den Helikopter? Dann hol ich mir auch rein. Dann bombt man erstmal alles weg. Ja, ich habe vorhin die Quest gemacht. Ja, den krieg ich. Achso, den krieg ich nur einen normalen. Ja, stimmt, stimmt, da war ja was. Stimmt, aber ich habe vorhin die Quest gemacht, also wo ich jetzt anrufen kann und ne. Das läuft. Spezialkarabiner, Schuss kaufen, Panzer kaufen. Ich bin soweit. Was willst du machen? Jetzt anders? Und dann von oben Handgranaten rein oder was? Ich fahr mal bei dir mit. Ich habe leider keine Handgranaten. Ach, du willst direkt fahren, fliegen. hab schon gehört. Ja, braucht er noch ein paar Sekunden. Was? Die kleine Knarre. Hast du ihn? Ja.
Ich höre ihn auch. Sehe ich hören? Ah, ich hab. Steigen wir hinten ein. Kann ich jetzt in Ruhe. Und kann ich wieder nicht schießen? Doch, geht. Ich sehe bloß den weißen Punkt manchmal nicht. Kriegst du es hin oder? Er kann nur von der einen Seite rausgucken, oder? Genau. Ich kann da nicht schießen. Nee, ich baller da jetzt auch nicht rein, ne? Nee. Lande mal im Nachbargebäude oben im Pool, dort neben Pool. Oder lass mich mal dort raus im Nachbargebäude. Wow! Nein, ich habe einen Pool verfehlt. 2 Zentimeter neben Pool geflogen. Oh, Scheiße. So, warte, jetzt muss ich verlaufen. Es sah aber geil aus. Ich dachte, ich flieg noch rein in den Pool, aber nein. Ja, dann hau mal Hannis rein. Warte mal, das sollte der das Nachbar. Ach, der geht sogar die Tür auf. Das ist schon mal geil. Na, ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt über diesen Graszaun. Nee. Und das finde ich scheiße. Na gut, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Komm ich da aufs Dach hoch? Ich bin hier. Ja, ich muss mal. Ja, ich kann von oben aber nicht schießen, wenn du senkrecht stehst, weißt du? Ja, ich komm rein, hoch, 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 hoch. Ich treffe die nicht, also 1, 2 treffe ich vielleicht, aber das war's dann. Oder hier runter, hier gerade runter, lass mich mal hier unten runter. Auf diesem roten Ding. Auf dem Dach, weißt du, auf diesem einen Bulgar da. Was? Ja, ja, dort ja. Wir haben was am Arsch. Ich springe hier aufs Dach, ja? Ja, warte. Nein! Doch. Ich hänge in der Ecke drin. Also den auf dem Dach nicht, aber... Einer ist weg. 2 sind weg. Und gibt es noch einer. Ah, okay, ich sehe sie unten.
Ich komme ja aber nirgendwo rein, ne? Ich gucke deinen Sock nicht. Nein, komm, fall auf den. Ach, hat mich. Ja, wir müssen das anders machen. Wir müssen am besten mit irgendwas großen LKW dort reinfahren und, ne? Und dann hinter das Auto stellen. Oder was hast du? Naja, aufs Dach kommen wir dann, wenn die alle tot sind, weißt du? Oder kannst du von der Seite eine Handgranate immer reinwerfen? Von dem anderen Grundstück halt immer rein, weil dann können sie dich ja nicht abknallen, weißt du? Oh, ich bin bereit. Muss ja gehen. Weil dann bin ich dann gleich in Combat, weiß ich nicht. Oh, Christian Felix live. So. Achso, warte. Ja, warte auf mich. So. Musst du einfach von der Seite irgendwelche Handgranaten reinwerfen. So, dass ein paar erstmal ausgelöscht sind. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du ja dann noch ins Auto. Ach nee, du kannst ja nicht von diesem Grundstück dann weg, ja? Wenn die Bullen kommen. Dann ist ja die Mission abgebrochen, oder? Hm. Ja, irgendwas auf jeden Fall. Gleich wieder da. Ah, wir sind schon da. Okay, dann machen wir erstmal. Na, warte mal, ich steig mal aus. Na? Du machst das von hier aus. Ich gehe mal ohne irgendwas. Ne? Geh ich mal vorne ans Tor, weil die durften mich ja nicht anpissen deswegen, ne? Ja. Das werde ich ja dann sehen, ob ich auch gleich die Bullen am Arsch habe. Ich kann mir gut vorstellen. So. So, hier vorne steht schon mal einer. So, von mir aus kannst du mal anfangen. Ja, ich hab aus Versehen die Waffe schon gezogen gehabt. Du kannst aber. Was hast du gemacht? Ist die Hanni nicht bis rüber geflogen? Ja, scheiße. Das ist ja kacke. Vielleicht haben sie das extra so gemacht, dass du da keine Handgranaten rüberwerfen kannst. Weißt du, was ich meine? Na, ja, wäre ja auch was. Du kommst da nicht lang, wa? Geht doch außen rum. Was war das hier? Hey, jetzt bist du da hinten. Passt doch.
Who's got it? I got you. Hast du die zu lange in der Hand, oder? Also geht das nicht wirklich, oder? Scheiße. Dann müssen wir uns da was anderes einfallen lassen. Ein LKW oder so quer davor stellen? Na, pass mal auf, oder warte mal, ich hol mal ein Flugzeug. Ich hol mal einen Hubschrauber und du haust der Handgranaten runter. Ohne aussteigen. Hm. Weil, ne? Das, okay, kannst. Dass wir erstmal die Leute dort wegkriegen. Gesundheit. Weil nicht ohne Grund heißt das Ding tot von oben, ne? Meriwether, because security is a private matter, what can I do for you? Certainly. An ammunition package has been dispatched. Das wollte ich nicht. Oh, Alter. Wär schon mal nicht vorwärts. Wär schon... Ja. Weil ich nach vorne gedrückt habe, ne? Und dann, weil ich laufen wollte. Hello, you're through to Meriwether Security Consulting. What can I do for you? Da kannst du einen Luftschlag abfeuern, Nee, ich kann gar keinen Luftdings holen. Lol, das... Ja, das ist hier auf dem Dach drauf. Mit Sicherheit. Ja. Liegt da oben drauf. Ja. Naja. Müsste gleich kommen, wir hören schon. Nee, warte mal. Nee, wir wollen ja selber fliegen, ne? Oh, ich brauche mal eine Außenansicht. Ja, ich will mal kurz hier vorgucken. Siehst du das Paket? Oh. Na komm. Ja, wir fliegen. Wir haben schon wieder die Bullen am Arsch. Wir fliegen mal dahin jetzt. Ja. Scheiß auf das Munitionspaket, ne? Ja, jetzt haben wir sie auch verloren. Ist auch geil. Aber ich flieg extra seitlich, damit du rauswerfen kannst. Ach so. Ja gut, was machen wir dann? Siehst du wieder? Warte.
sehe das Haus noch nicht mal. Ach, da vorne. Warte. Ich merke, wie es abtrifft. Ist zu weit weg, meinst du, die... Also du hast ja gesagt, du kommst nicht bis runter. Ach so, meintest du das? Ich dachte, du bist einfach zu nah zum Schießen, zum Zielen, zu weit weg, meine ich. Oh. Bullen haben wir abgesetzt. Jetzt lande ich hier an der Seitenstraße. Ach ne, das ist ja schon fast das Haus. Oh, warum liegt denn hier so ein Stromkabel? Ja, komm, runter mit dir. Sieht doch gut aus, wie ich hier geparkt habe. So. Bist du schon drin? Oh, wer schießt denn hier? Ah, vom Dach runter schießen die. Ah, die schießen vom Dach runter, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Die kommen von überall. Ach, jetzt geht's wohl aus dem Garten raus. Ach so.